Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bronze im Brennpunkt. Ich bin euer Silphie, der einzig wahre Bronze Lord mittlerweile. Ich möchte einfach mal einen Dreiteil daraus machen und mir danach einfach auf euer Feedback achten, ob wir das Ganze weitermachen, wie wir das Ganze weitermachen, ob wir Sachen ändern und so weiter und so fort. Deswegen nehme ich jetzt diesen Abend nochmal die zweite Folge auf, werde dann die nächsten Tage dann. Also ihr habt ja Teil 1 jetzt noch nicht gesehen, ne? Ich mache es jetzt gerade hintereinander. Gucke mir dann eure Kritik ein bisschen an und werde dann Teil 3 vielleicht versuchen, ein bisschen umzuändern, je nachdem, wie ihr das haben wollt. Aber ja, ich habe mich hierfür entschieden, dass wir uns alles angucken. Das heißt nicht nur eine Person, sondern wir gucken uns jede Person hier zusammen an. Kommen wir einmal zu den Informationen des Games, ja. Das hier ist original ein Bronze 5 Game. Wir haben zwei Bronze 4 Spieler, drei. Okay, es ist, ja doch, es ist ein Bronze 4, Bronze 5 Game. Wir haben fünf Bronze 5 Spieler und wir haben fünf Bronze 4 Spieler. Wichtig ist aber, Leute, wir haben hier zwei Starspieler, nein, sogar drei. Ja, im blauen Team haben wir den Master Yi, Bronze 5, 0 LP, den. Warte mal. Ah nein, tut mir leid, es sind nur zwei. Und wir haben Juan. Hohorn Aff 02 als Bronze 5 0 LP, Kogma. Das sind hier mit Abstand die besten Spieler ihres Teams, ne? Wir gucken uns einmal die Teamkomposition an. Zaha Yuusha im Jungle mit seiner Quinn kennt man, sehr gefürchtet dafür. Zafan mit seinem Draven, der Ghost. Vielleicht will er Run It Down machen, vielleicht auch nicht. Ich kann es euch nicht sagen, aber er hat Ghost dabei. Also ist er auf jeden Fall am Trollen oder er hat keine Ahnung davon, was zum Fick er überhaupt selber tut. Alvin Klein, der Aumann. Zumindest glaube ich, dass es Aumann ist. Ich meine, es gibt auch Calvin Klein. Ja, aber er ist Alvin Klein. Er könnte ein Deutscher sein. Und das reimt sich sogar. Live von mir. Der, ne, mit der Vega auf der Midlane. Huan Aff, Kog'Maw, AD Carry, der Tilt Kipke mit Face. What the fuck? Warte mal. Electrocute Kog'Maw? What? Ah, warte mal, wir ordnen einmal kurz alles zueinander zu. Oh, es ist Draven Top, ey. Was ein Alpha das nicht ist. Und im blauen Team haben wir XX Killer. Der wahrscheinlich 12. XXX12, by the way. Auf seinem Nasus. A183 Master Yi Jungle. Mit 6666, Leute. Nicht mehr dreimal die 6 verwechseln. Der mit seinem 6 Midlane spielt. Ich glaube, Leute, er ist Bronze. Er spielt 6. Ich glaube, das ist Mike. Ich glaube, das ist actually sein Main-Account. Arvak mit MF, AD Carry und Mighty, ja, Gott möge seiner Seele helfen, mit seiner Leona Support. Auf jeden Fall, das Game geht los. Quinn beginnt hier beim Blue Buff. Ja, natürlich sehr guter Start für Quinn. Dort gibt es die Hilfe von der Duo Botlane. Das heißt, hier hilft nicht nur eine Person, sondern zwei. Währenddessen Killer XXX, die Legende höchstpersönlich, dem A hilft. Quinn macht hier weiterhin den Jungle. Die Botlane wird gepusht. Aber Leute, geben wir den Namen? Nein, wir geben ihm keinen Namen. Oh, das Binding von Tirt trifft ja einfach nicht. Mighty ja haut einfach hier wirklich sehr viel Damage raus. Und die Blue Side Botlane ist hier auf jeden Fall sehr hart am Pushen. Das Bronze Life, der Brennpunkt. Es kann auf jeden Fall beginnen. Der Engage, oh, von Mighty ja, der sitzt einfach nicht. Das Binding von Tirt sitzt aber ebenfalls nicht auf der Toplane. Zafan zeigt die schon mal auf jeden Fall seine Alpha-Dominanz und poked Killer XX einfach konstant runter. Man muss doch sagen, seine zwei. Hat er überhaupt mit Pots gestartet? Hatte Zafan überhaupt Pots? Warte mal, warum geht Morgana rein? Das Level 1 wird gesnurrt und gestern von Mighty. Ja, der Junge ist auf jeden Fall Mighty. Hat ihr voll auf die Fresse gegeben. Warum hat Tirt Heal dabei? Und warum hat weder Tirt noch Juan Heal benutzt? Digga, Juan, warum machst du das? Oh, The Gank, der Master Schlitz, drei Camps gemacht, möchte direkt hochgehen. Die E hier sitzt, Nasus geht drauf, der E guckt zu, Gladiatoren Arena könnte es sein. Oh. Oh, Ghost und Flash von Zafan raus. Der möchte hier auf jeden Fall kein Risiko eingehen. Der weiß genau, er wird outscalen. Er wird Alpha. Alpha Lee. Sag mal, ist Yi gerade immer noch auf der fucking Toplane? Leute, Zafan bleibt einfach in der E vom Naso stehen. Den interessiert das gar nicht. Sag mal, der stackt nicht mal seine Q. Leute, das ist die Idee. Oh, auf der Botlane der Engage wieder von Leona. Sehr viel Damage ist drauf. Exhaust mal für den Access Low. Das erste Heal ist raus. Juan benutzt nicht mal seinen Heal für seinen Support. Ist ihm völlig egal. Man muss hier aber wirklich ein kleines bisschen aufpassen.
Der Damage von Mighty ja ist sehr hoch, sollte er mal gapclosen können. Und das Black Shield von Tilt könnte etwas besser sein. Da gibt es noch etwas Probleme mit dem Timing her. Ich habe aber das Gefühl, dass Ava auf jeden Fall mit Mighty ja hier sehr hart abgehen wird. Wie statistisch und historisch gesehen war Ava schon immer ein Spieler, der nicht aggressiv auf der Lane spielen konnte. Aber Mighty ja hat ihn immer enabled, dass er wirklich selbst in seinen eigenen Plays machen kann. Indem er wirklich kurz reingeht, das Binding connected einfach mal wieder nicht. So wie die E auch nicht. Oh, das als gegen 1 der Jungler, sehr schöner Alpha Strike, um mir den Angriff von Quinn zu blocken. Aber nein, Quinn läuft einfach weg. Was eine Pussy. Leute, und das hier macht Mighty ganz gut, ne? Er ist zwar zu blöd, um Wards instant kaputt zu machen als Leona, was eigentlich super einfach ist, Auto-Attack, Q, Auto-Attack, aber das muss auch gar nicht. Sein Kerngedanke ist einfach nur, das Ding muss rein und es muss böllern. Wir müssen aber Juan eine Sache lassen, auch wenn er der beste Electrocute Kog'Maw im ganzen Osten ist, also der kommt aus dem Osten, selbst wenn ihm die Finger brennen, Leute, selbst wenn der Sylphie Durst hat, selbst wenn Broxys anfängt, an Lane zu taxen, wird Juan immer in den CS mithalten können. Aber hier schon mal in der Flanke. Ich glaube, er denkt, er ist Level 6, hat aber keine Ulti zur Verfügung. Wird etwas blöd sein. Die Mitte wird gegankt. Alvin Klein wird da wegkommen. Das Bein hier auf der Botten in Silz, aber in der Mitte sehen wir, dass Alvin etwas Leben verliert. Oder auch nicht. Der Gank hier ist auch schon bereits zu Ende. A ist leider noch Level 3. Sacha macht da seine Sache gar nicht mal so schlecht. Outfarmt den Yi 4 Pots, weil der Jungle wirklich so tödlich ist. Er kennt genau seinen Champion. Er weiß genau, was er zu tun hat. Und wieder auf dem Weg hier Richtung Botlane. Ich liebe es, kalte Sachen zu trinken, Leute. Ne, wir sehen hier, die CS-Mechanics für Juan sind auf jeden Fall da. Wir dürfen eine Sache nicht vergessen, aber hat bereits ein Kill. Das heißt, der Gold-Power-Spike ist hier auf jeden Fall ihm sehr gut gegeben. Safan auf der Top-Lane wiederum hat sich, glaube ich, immer noch nicht einen einzigen beschissenen Healpot gekauft. Der weiß wirklich, wie man mit seinem Geld umgeht. Der möchte hier nichts ausgeben. Er möchte Nasus nichts for free geben, also kauft er sich auch nichts, was er verbrauchen kann. Sondern er holt sich nur Sachen, die ihm jetzt helfen. Und das ist Crit und Attack Speed, damit er öfter seine Attacks rausbekommt. Lethal Tempo ist auch am Start. Er möchte also das Maximale rausmelken aus dem Lethal Tempo, was er bekommen kann. Warum hat Six als erstes Item ein Aether Wisp? Wir sollten Mr. Iglo fragen. Analyse Iglo. Wir brauchen wieder deine Weisheit. Warum ist Ava so ein schlechter AD Carry? Und warum zum Fick hat Juan Electrocute dabei? Na Spaß. Die wahre Frage ist, was macht der Jeder? Warum hat Six Aether Wisp dabei? Ja, also ich glaube, sein Jungler tötet ihn. Hey, beim letzten Gang von A in der Mitte konnte man ihm nicht so guten Follow-up geben. Und dann dachte er sich, Aether Wisp, Easter, ja. Movement Speed, damit er schneller reinkommt. Mehr AP, damit seine Ulti auch mehr Damage macht, obwohl sie eigentlich gar nichts gebracht hat. Wobei, das geht eigentlich so gar nicht mal so schlecht. Und auf der Top End, Safan mit dem 1 gegen 1. Bleibt einfach stehen. Auto Tank, was ein Alpha. Halt die Fresse, ich analysiere. Aber ja, Leute, Killer X, ne? Der versteht ja keinen Spaß. Der rastet aus. Geht mega Form. Und Safan kann das einfach nicht überleben. Die Mechanics von Safan, die waren da, Leute. Der BM war auch der. Er dachte sich, ich bewege mich da einfach nicht. Aber Killer X hat jahrelang, Leute, der ist einer der Urgesteine der Top-Lane. Competitive-Erfahrung wird bei dem groß geschrieben, wie auch sein rechter C. Ja, Kevin, Leute, der hat bei SK gespielt. Ja, der hat auch noch bei, hat er noch irgendwo anders gespielt? Der war noch in irgendeinem anderen Team, oder nicht? Ist doch egal. Killer X war schon länger im Competitive dabei als Kevin. Und Killer X Name ist Thorsten. Er ist Thorsten. Okay. Botlane, der Druck hört hier nicht auf. Juan hat im Farm sehr gut nachgeholt. Wir müssen aber sagen, Mighty lässt etwas nach, wenn es um seine Es geht. Ne? Oh, Tilt, das Binding hat leider nicht ganz getroffen. Er hat den letzten Patch wohl vergessen, wo man die Range von Morgana Binding so genervt hat, dass kurz bevor es ein Ziel trifft, ist dann doch weggeht. Und wir sehen weiterhin, Mighty macht seinen Job nicht ganz gut. Ich gehe auch mal davon aus, dass der Flame auf der Botten auch bald losgehen wird. Aber geht hier einfach vor, tradet rein, das Binding von Tirt hat endlich mal... War das das erste Binding, was getroffen hat?
Das war legit das erste Bein, was getroffen hat, oder? Wow. Wow. Gar nicht mal schlecht. Okay. Juan weiterhin am Farmen. Muss hier etwas auf sein Mana aufpassen. Warte mal, spielt der AP? Oh, die Ulti von Mighty hat leider nur zum Slowgolf. Exhaust nochmal drauf, das Black Shield. Oh, das wird komplett weggeböllert. Mighty geht aber etwas zu tief in den Tower rein. Wird von Juan zerstört. Keine Chance, da irgendwas zu machen. Der Engage war nicht der Beste. Und ich glaube, Mighty ist einfach am Tilten. Ich habe ihn noch nie so gesehen. Noch nie habe ich ihn so gesehen. Es sei denn damals, als seine Schwester dazu entschieden hat, in einem Normal Game Jenna zu spielen. Und sie hat den gegnerischen AD Carry angemacht, weil sie auf der Suche war nach einem E-Boy. Aber Mighty lässt hier wirklich sehr nach von der Leistung. Wird der Druck ihm vielleicht zu viel? Haben er und Ava vielleicht interne Probleme, Beziehungsprobleme? Oh, Tilt geht vor, das Binding sitzt, Ulti vom Kog'Maw. Und der Crit ist drauf. 3-0-1. Warte mal, mir fällt erst jetzt auf, der hat einen BF-Sword. Warum hat er BF-Sword? Okay, Leute. Wir gehen wieder etwas zur informativen Seite. Also, wenn ihr ein AD Carry seid, holt euch nicht Infinity Edge First. Niemals. Niemals. Okay, was heißt nicht niemals? Wenn ihr nicht mindestens Diamond Elo seid und euch mit euren Builds auskennt, kauft euch niemals Infinity Edge zuerst. Ihr geht im Normalfall, je nachdem halt auf welchen Champion ihr spielt, BF Sword into ein fertiges Seal-Item, also Static Shift, Rapid Fire, Hurricane und Phantom Dancer. Ja, und danach beendet ihr die Infinity Edge. Ihr kriegt einfach mehr Nutzen daraus, weil das einfach. Wie kann er. Leute, Mighty tiltet. Und gerade Kog'Maw ist einer, der nicht wirklich Infinity Edge baut. Von daher ist die Infinity Edge hier nicht nice, ne? Da holt sich meistens eher Attack-Speed-lastige Items. Wobei der auch im Normalfall Lethal Tempo dabei hat. Und gerade auch wenn wir uns Draven angucken, sich das Deal hier als erstes Item fertig zu kaufen, ist auch nicht sehr gut. Zwar kann sich Draven fast jedes Item holen, aber es sind meistens immer. Ey, da ist eine Ente bei seinen Dingern. Guckt euch das mal an! Wenn er eine Axt wirft. Und die wieder zurückfliegt, da ist eine Ente bei dem Skin. Oh, ist das cool, das wusste ich noch gar nicht. Warum macht Matt seine Ulti? Aber okay, Leute, Moment, ich trinke nochmal einen Schluck und danach geht es ja wieder weiter los mit den Kommentaren. Tut mir leid, dass ich echt so viel trinken muss, aber das ganze Reden ist echt anstrengend. Ich glaube, bei Sacha läuft nicht mehr. Ich weiß noch, als Sacha sein erstes Game in Competitive hatte in League of Legends. Er war wirklich einer der top schlechtesten Spieler, die wir in League gesehen haben. Ist mittlerweile auf Bronze 4 gedroppt, von Bronze 5 aus. Und ich weiß nicht, ne? Der war jung, der war gut aussehen, Mechanics waren on point, Decision Making, gerade für einen Rookie, war echt extrem gut. Kassiert hier ein. Wow! Kassiert hier eine Q, verliert Half-Life. Das Binding sitzt hier wirklich komplett auf dem Max-Range. Juan geht drauf, bekommt das Black Shield. Flash nochmal hinterher. Oh, das Electric Cube, genau deswegen hat er das mitgenommen. Der unerwartete Burst, der, naja, unerwartet ist, weil ihn keiner erwartet. Das zweite Binding sitzt einfach. Tilt hat seinen Weg zurück ins Spiel gefunden. Hat, glaube ich, auch nicht einmal Face Rush geprockt. Warum auch immer. Er macht eine Q und dann hat ein W. Und das hält ihn ein bisschen auf. Ich habe zwar schon von Tilt gehört, ne, gerade in der Solo-Queue, dass er sehr oft gerne mal den Gegner BM't, aber er muss ja aufpassen. Killer ist extrem stark dabei. Er gibt Safan aufs Maul. Sacha hat er sich auch noch eben gegönnt. Und er hat er sich nicht gegönnt. Sacha lebt noch. Aber er war dabei, sich Sacha zu gönnen. Und ihr wisst ja, wie man auch sagt. Ja. Ah, am Morgen snackt Sascha. Was ist das? Wow! Ich hätte ja fast gesagt, das war actually gut, wenn die Moves nicht schlecht wären. Aber es war gut für Bronze halt, ne? Warum holt sich Juan jetzt noch eine Pickaxe? Oh, aufpassen, Leute. Alvin Klein ist da. Flash. Oh, der Cage, der sitzt, der Meteor sitzt auch. Q-Ulti vielleicht. Oh! Er hat sein Ignite ja auch nicht benutzt. Das Problem aber ist, Juan ist alleine unten auf der Botlane. Er benutzt seine E, um nach vorne alles zu slowen. Aber K
keine Chance. Ich glaube, er war AFK. Ich glaube, er hat nicht bemerkt, dass Zirt weg ist. Oder er hat gerade Beziehungsprobleme mit Zirt, weil Zirt hat ihn gerade alleine gelassen zum Sterben. Ich könnte verstehen, wenn er jetzt die Mitte runterläuft. Es ist nicht einfach, AD Carry ohne Support zu spielen. Gerade, wenn man eine so gute Landing Phase hat. Er war 5-0. Electrocute Kog'Ma. Oh, die Ulti nochmal von Matt. Einfach nur für den Poke. Aber mehr ist es auch nicht. Also, Matt poke gerade einfach nur sehr viel rum. Killer X hier mit dem ersten Power Spike. Hat sich hier sein... Oh, die versuchen hier zu diven. Die Ulti von Zirt. Oh, deswegen hat er das Face Rush mitgenommen. Einfach nur um es zu procken, nachdem er seine Full Combo mit einer Ulti macht. Oh, aber ist ein bisschen am Chasen. Muss aufpassen, das Binding sitzt. Die W sitzt auch. Hinter ihm ist ein Draven. Hinter ihm ist eine Quinn. Flash raus. Keine Chance. E sitzt. Der Auto-Tank saß, glaube ich, auch. Ich bin nicht ganz sicher. Juan ist aber wieder da. Hat wirklich sehr viel Damage. Oh, aufpassen. Killer hat hier seine Ulti an. Oh, Safran überlebt das super knapp. Die Ulti von Juan reicht nicht aus. Wie ist Draven gerade... Spielt er Draven mit Hurricane? Spielt MF mit zwei Warhammers? Ich bin ein bisschen verwirrt, Leute. Ich hab mir... Okay. Blue Team... Push zurück die Mitte ein, haben einen sehr guten Gold-Lead, 2000 Gold, machen den Tower. Und wir müssen jetzt uns auch mal die Team-Comps ansehen, ne? Das blaue Team hat eine sehr traditionelle Comp. Ja, sie haben einen Tank auf der oberen Linie, sie haben im Walde einen hyperskalierenden Träger, in der Mitte haben sie einen Anele, als AD Carry haben sie einen Pirat-Jäger-Dingens-Kirchen und... Ne? Recht traditionell kommen. Währenddessen wir für Red Side sagen müssen, die haben eine Muster-Comp. Ja. Das ist der Stoff, für den ich da bin. Ich weiß nicht, wer für das rote Team gedraftet hat, aber die Draft ist insane und ich rate sie S plus Tier in Bronze. AD Carry Toplane, AD Carry Jungle, Midlaner, naja, in der Mitte halt. AD Carry irgendwie AP, komischer Kram als AD Carry und Tiert. Als Supporter, oh, muss aufpassen, Zirt hat nicht mehr so viel Mana. Alvin hat zwar noch alle seine Spells, wird er sie benutzen? Nein, lässt sich catchen von Mighty, wird gestunt und einfach komplett auseinandergenommen. Keine Chance hier sich zu wehren. Naja, ich meine, er hätte bursten können. Oh, das Binding sitzt, die W, ah, kein Mana, ein Auto-Attack, noch ein Auto-Attack, der Alpha Strike E und Q von Killer. Oh, wir müssen aufpassen, der Killer ist zwar sehr gefehlt, aber Juan ist hier ebenfalls da. Wird hier gestunt, der Engage ist dann Double Kill. Vielleicht denkt er sich nochmal was mit seiner Passiven. Oh, könnte Killer X fallen? Echt, er kann Electrocute mit seiner Passiven procken? Wow. Wie zu fick ist Juan 9... And at this moment, Mighty knew he fucked up. Oh, in der Zwischenzeit hat Matt... Warum? Ich glaube, der Coach vom blauen Team muss hier in diesem Game auf jeden Fall noch den Leuten eine Menge beibringen. Oh, aufpassen, Leute. Sacha ist da, die W vom Six. Leider nicht auf dem besten Spot. Q sitzt nicht, Ulti sitzt nicht. Er wird hier leider gerade gesandwiched. Der Stun von Alvin ist da und die Ulti holt sich hier einfach die Tötung. Alvin ist hier sehr gut am Recovern. Am Farm mangelt es ihm sehr, aber im Durchschnitt hält er sich hier wirklich ziemlich nice. Ich muss sagen, Quinn hat echt einen nice Farm. Und keiner hat sein Trinket ausgetauscht. Keiner. Wissen die überhaupt, dass das geht? Warte mal. Mighty hat Sekes? Oh oh. Ah, hat Blut gerochen. Sacha ist am Flashen, aber oh, er kommt raus. Kommt mal hier ebenfalls nochmal nach Juan mit der Ulti. Ah, sitzt leider nicht. Das Binding muss jetzt gleich sitzen, verzirrt. Wenn er ist connected, kann er sich sein Kill holen. Sein dritter Kill. Den er leider nicht bekommt. Weil Safa, Digga, Safa, warum ghostest du da nicht hin? Oh oh, aufpassen, aufpassen, aber versteht ihr keinen Spaß, hat sich hier die Kill auf Safa abgeholt, kommt ihr von hinten, hat er seine Ulti ready, er hat seine Ulti ready, vielleicht kann er gleich mit seiner Ulti einmal fett auf einem ein Order Tag, bekommt den Assist, aber A mit dem Killstil ist dann doch zur Stelle, ne, so kennt man den A, immer da zu Killstil, wird gestunt, W sitzt, Alvin recovered und carried das Spiel vielleicht.
Boah, ich krieg schon fast Kopfschmerzen. Sacha macht den Catch. Sacha macht einfach den Catch. Wir müssen dem blauen Team hier aber eine Stärke lassen. Objective Focus wird hier sehr groß geschrieben. Farm wird leider klein geschrieben. Aber entweder ist Matt am Split pushen, der das unglaublich gut machen kann. Er ist ein Sieg. Seine Passive geht auf Türme. Seine W geht ebenfalls auf Türme, um sie dann am Ende zu exekutieren. Und Killer X ist einfach tot gefarmt. 100 Farm nach 20 Minuten. Das könnte ein neuer Weltrekord sein für ihn. Er hat nur 170 verdammte Stacks. Oh, er muss aufpassen. Leute, man darf Juan nicht unterschätzen. Wenn Juan einmal ins Laufen kommt, Ragebait Infinity Edge, der haut einen Crit nach dem... Der Disrespect! Leute, Juan, ich weiß noch, er hat neu angefangen. Ich habe mir jedes seiner Interviews angesehen. Er war wirklich sehr motivierend für die ganze Szene. Ja, der war sehr motivierend einfach für die ganze Szene. Hat sehr gute Interviews gemacht, hat seinen Gegner gelobt, ja, war sehr humble und jetzt nur noch am BM. Nimmt ein Disrespect-Bild, fahrt mit Absicht schlecht, Electrocute Kong'Maw, spielt mit Tritt, mit Tilt, der eigentlich nur Sub ist. Insane! Oh, da BM'te auf einmal. Ich erkenne ihn gar nicht mehr wieder. Früher war er ein Minimi. Früher war er ein richtiger Minimi. Und jetzt? Es ist nicht mehr dasselbe. Es ist einfach nicht mehr dasselbe mit Juan. Oh, das TP kommt. Killer X hat Blut geleckt. Und jetzt möchte er kommen und den Job beenden. Er läuft einfach drauf zu. Alles andere ist ihm egal. Righteous Glory, Trinity Force. Er wird auf jeden Fall sehr einfach seine Gegner rankommen. Matt tut genau das, was er am besten kann, an die Q nach hinten zu werfen. In der Zwischenzeit auf der Botlane Safan und Sacha einfach am Split pushen. Dem A gefällt das nicht. Die Frage ist jetzt, wird er reinlaufen gegen zwei, aber Ava hat sich catchen lassen. Wird hier komplett deleted. Tiert seine Beine nichts. Zucker, eine Hitrate von fast 30%. So etwas haben wir hier schon lange nicht mehr gesehen. Oh, unten das 1 gegen 1 der Jungler. Ah, leider hat A keine Ulti ready. Aber muss hier aufpassen. Der Sacha muss hier aufpassen. Oh, oh, wird es funktionieren? Er hat Metal Gear Solid komplett durchgespielt. Hat sich komplett durchgesneakt. Leider hat das Training in Metal Gear Solid sich nicht bezahlt gemacht. In real life. Und er ist tot. Er wird niemals Big Boss sein. Er wird nur Klein Sacha sein. Aber Leute, ihr dürft eins nicht vergessen. Wir haben hier unsere Starspieler, die in diesem Game auf jeden Fall noch weiterhin mit dabei sind. Na, ihr dürft nicht vergessen, Bronze 5, 0 LP 853. Sein Farm ist leider gerade nicht unbedingt der beste, ne? Aber jeder hat mal so ein Game. Der wahre Starspieler ist aber Juan. Ebenfalls Bronze 5, 0 LP, 10-4-2, trägt sein Team einfach zum Sieg. Oh, da wurde aber ein Punkt vergessen. Safan ist am Inten. Ich habe es euch doch gesagt, Leute. Er hat Ghost dabei. Der Junge macht Run It Down Midlane. Ich glaube, er wurde von seinem Team geflamed. Er kann Ganks von seinem Jungler bekommen. Einfach nur Haram. Kann ich verstehen. Läuft die Mitte runter. Ich würde es den auch nicht gönnen, ne? Ich weiß noch, Competitive, habe ich damals mit Faker im Team gespielt. Ich habe gesagt, Faker, du bist zu schlecht. Ja, Samsung Galaxy ist besser. Und danach bin ich die mit dir runtergelaufen, weil ich gesagt habe, mit so einem Schmock möchte ich nicht mehr im Team spielen. Oh, Juan von der Seite wird er schaffen, Killer X umzubringen. Ein Auto-Tech noch bekommt ihn. Flash raus, was ein insaner Play. In der Mitte, Sacha lässt sich doch leider umbringen. Das Binding sitzt aber wieder. Die Hitrate geht hoch auf fast 31%. AG3 mit seiner Ulti möchte sich an Alvin rächen. Würde ihn vielleicht noch umbringen. Die W sitzt nicht von Alvin, aber die Q holt sich den Kill. Safan läuft ja nicht mehr in die Mitte runter. Ist er reformed? Ist Safan reformed? Er läuft rein mit... Warum hat der Harry Kane und Ghost und war Flash, denn du hast kein Damage. Du hast Papier, Schall. Okay, wobei, wir müssen sagen, er hat einen BF-Sort, okay? Er hat nach 23 Minuten hat er einen BF-Sort. Ich glaube, ist das so, das Main? Ist das so das Main-Account? Leute, es sind fast 50 Kids.
hast 50 Kills gefallen. Juan von der Seite macht seine W an. Ulti wird nicht sitzen. Töte doch den 6 hinter dir, du Miststück. Und er tötet ihn. Oh mein Gott, der Flank, der Kogma. Oh. Verdammt. Verdammt, meine Freunde, holt sich den Rap auf, obwohl er schon bereits einen hat. Oh, das sieht er. Flash direkt rein. Alpha Strike drauf. Mit 3 Hits hat er den Juan geone-shottet. Ohne Problem. Oh, Alpha kommt. Ich glaube, Alpha gefällt das nicht ganz. Alpha Strike ist drauf. Die Q hat er verfehlt. Warum ulti denn nicht? Wow. Leute, ich glaube, A wird bei den All-Stars spielen für Team Bronze. Ey, es würde mich nicht wundern, wenn der Fanboy auf jeden Fall für ihn geht. Sehr hart am Carry. Hatte ein schwaches Early Game. Recovered unglaublich gut. Mighty geht hier rein. Sein Team leider erst sehr spät verloren. Aber ist kein Problem. Der Slow vom Nasus ist einfach busted. 10-4-3 Nasus. MF mit 7-7-8. Mit einem Bild, was ich noch nie vorher gesehen habe. Weil es wahrscheinlich super schlecht ist. Es ist schlecht, Leute. Holt euch keine Essence Reaver. Zumindest die Vitality lohnt sich einfach um einiges mehr. Oh, Juan. Der hat hier auf jeden Fall noch eine Rechnung offen. Electitude ist schon mal geprockt. Das ganze Ding ist auf cooler für so circa 30 Sekunden. Wird ein bisschen gebaut von Ava. Oh, der Cage sitzt, aber ist direkt reingelaufen. Ich glaube, er weiß nicht, wie eine Maus wirklich funktioniert. Ah, Alvin wird gecatcht. Der Slow sitzt, die Q sitzt auch. Ava holt sich hier den Kill. Oh, Juan. Er bekommt die Möglichkeit zu Auto-Tacken. Wir wissen alle genau, wenn der Junge mal die Möglichkeit bekommt, nur zu rechts klicken und dann AFK zu gehen, kann er wirklich sehr viel Damage machen. Die Ulti connected zwar, aber da ist nicht so viel Damage drauf. Safan läuft weiterhin die Botlane runter. Ihm ist es egal, wer ihn umbringt. Hauptsache Run it down Midlane. Er ist noch nicht reformed. Dieser Bastard. Holt er sich auch einen Essence Reaver? Ich glaube, Safan ist kein Alpha-Spieler, sondern ich glaube, er ist ein Beta-Spieler. Weil er macht. Er kopiert das, was Ava macht. Und Leute, wenn Ava etwas macht, dann macht er es nicht, weil es gut ist, sondern weil er darauf gut ist. Dort ist der Clip und. Hat Matt sich Static Shift geholt? Ist das so ein On-Hit? Six? Mit Hauptsache. What? Nee, der Vega baut normal. Ey, Morgana hat noch immer keinen Sidestone. Was sind das für MF-Items? Leute, ihr holt euch offensichtlich nicht Static Shift. Static Shift ist für AD Champions. Und nein, ihr seid auch nicht Tor, wenn ihr Static Shift habt. Das. Okay. Drache wird angegangen. Botlane wird ja auf jeden Fall vielleicht gepusht. A geht rein. Mit seiner Ulti läuft er einfach durch den Stun. 2 Autotext, 3 Autotext. Alpha sind immer der W halten und Alpha Strike geht immer rein. Unglaublich viel Schaden. Da gibt es keine Chance, gegen etwas zu tun. Tirt mit seinem Heal wird es ihn retten. Nein, das Binding mit Absicht in die falsche Richtung. Er hat seinen Tod bereits eingesehen. Matt geht rein. Die Q sitzt. Die Ulti, die sitzt auch. Autotext mit dem Static Shift. Aber A. Killstilt einfach Electrocute Proc von Juan. Er möchte dieses Game auf jeden Fall noch gewinnen. Er tryhardet so hart, wie es dann noch geht. Hat den Killer mitgenommen. Ist in seiner Passive. Allahu Akbar, Bruder. MF hat geheilt. Warum hat Ava geheilt? Leute, warum hat Ava geheilt? Moment. Er hat sich echt Essence Reaver of Draven geholt. Und warum hat Juan ein BT? Warum hat Juan ein BT? Was ist los mit Juan? Und warum ist Alvin so ein Beast und one-shotted Matt 666? 6. 6. Ja, 6. Insaner Player, Leute. Ich glaube, mein Kopf kommt gar nicht drauf klar. Auf die massive Anzahl an Plays, die wir hier in diesem Game haben. Wirklich, dieses Game könnte noch locker eine Stunde gehen. Ich könnte noch 10 Minuten mein Commentary machen. Mein Hals ist am Platzen, meine Freunde. Shoutouts an Maxim, der schafft den ganzen Müll maximal 5 Games zu machen. Wahrscheinlich brüllt er auch nicht so viel rum. Wahrscheinlich labert er auch nicht mal an, der hat so viel Scheiße. Und er hat noch einen anderen Dude bei sich. Wahrscheinlich ist es Sola. Die hätte auch gerne einen Sola bei mir. Aber ich habe nur Mr. Iglo. Analyse Iglo. Captain Iglo. Oh. Sacha sieht, dass man den Nash macht. Juan haut die konstant seine Ulti rein. Versucht das Ganze zu klauen. Ist sie knapp aus.
bekommt es nicht. Killer holt sich den Nash, geht rein, committet Suicide, um sein Team zu retten. Er möchte bei ihnen sein, er möchte mit ihnen zusammen sterben. Und Mighty sieht das, folgt dem Ganzen auch. Matt macht hier nochmal einen Return-Kill auf Sacha, aber Sacha ist es bereits gewohnt, für die gute Sache zu sterben. Für Freunde, für Familie, Safa läuft weiterhin irgendeine Lane runter. Aber er hat einen guten Fahrer, das muss ich ihm lassen. Das liegt wahrscheinlich am Hurricane, weil er sonst gar nicht fahren könnte. Oh, warte mal, holt er sich Gunblade auf 6? Oh, oh, was ist das? Das 1 gegen 1, aber Juan gewinnt das hier auf jeden Fall und er BM't einfach weiter. Oh, er holt sich erst jetzt ein Seal-Item, ah, das finde ich schön. Das finde ich actually schön. Okay, ihr fragt euch bestimmt, Silphy, wie kann das rote Team noch dieses Game gewinnen? Der erste Schritt wäre schon mal, wenn Draven aufhören würde, eine Lane runterzulaufen. Du bist tot, Bruder. Du hast kein Damage. Du hast Papierschaden. AG3. Er hat Bock. Wird nicht gestunt. Läuft einfach durch. Wird von Mega W getan. What the fuck? Leute, ich muss auf meine Atmung achten. Das ist, ey, ohne Witz. Ich, zwar mache ich hier so ein bisschen Show und sowas, aber mein Hals tut echt weh. Und mein Bauch auch. Okay, ne, Itemization, sehr crisp, sehr clean, wir haben den Static Shift, Gunblade mad, ich glaube er ist gerade ziemlich mad, wir haben den, ey, jetzt sagt mir nicht, dass Draven sich einen Hurricane, einen Ragepick kaufen will. Oh doch, das macht Sinn, Safan möchte sich das Ragepick holen, oh mein Gott, weil er sauer ist. Weil er die Bitte, er hört die Botlane jetzt runter. Leute, ich sehe Safan nur von Lane zu Lane gehen und irgendwo irgendwas farmen. Oh, Juan möchte seinen Kollegen retten. Ich glaube, das Ganze hier ist nur ein Bait, ne? Das Ganze hier wird bereits gespottet von Safan. Er läuft weg. Er hat noch Flash. Er hat noch Ghost. Er könnte weglaufen. Er könnte die Bitte runterlaufen. Nein, er macht den Solo-Kill. Hat er überhaupt irgendeine W? Oder ist es W? Was? Seine Q? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Oh. Ah, Leute, er hat reingeholt. Ich hab mich schon gewundert, warum er da auf einmal Vision hatte. Digga, Leute, Afan sandbagt einfach nur. Er tut nur so, als wäre er schlecht. Er hat auf diesen Moment gewartet. Wow, wie konnte Afan. Warte mal, Afan hatte aber noch Heal. Wie konnte Afan sterben? Oh, Leute, diese Binding Hitrate ist insane. Hat Juan 21 fucking Kills? Hat Juan 21 Kills und hat sich sein zweites richtiges Item in Hurricane gekauft? Ich glaube... Oh Gott, er spielt Rage Bait Draven. Okay, Leute. Ich bin mir gerade ziemlich sicher, Juan ist am Smurfen. Es kann keine andere Lösung geben. Juan ist am Smurfen. A ist hier oben auf der oberen Linie am Split pushen. Ava hat sich seinen Bock geholt. Aber möchte sich sein Bock holen. Rage Bait ist bald beendet. Safa möchte seine AP Scaling sehr gut ausnutzen. Wir wissen genau, je mehr AP du hast, desto mehr. Wow. Desto mehr Alpha bist du auch als Draven, desto besser kannst du die Mitte runterlaufen. Also wenn hier bereits mit seinem Voice-Off, ich bin mir ziemlich sicher, er kann anfangen, Killer XXX, die Legende, langsam auch sogar schon zu One-Shotten. Er müsste sehr viel AP haben. Gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Wie viel AP hat er? 728 AP, währenddessen Killer XX gerade mal 200, irgendwas mit 220 Stacks hat. Nach 32 Minuten Killer scaled auf jeden Fall noch sehr gut ins Game rein. Das Spiding hier connected leider nicht, aber das ist kein zu großes Problem. Sache ist auf der Jagd, er hat Blut geleckt, möchte er noch mehr haben? Nein, möchte er nicht. Das war wohl nur MFs Tage, deswegen ging das Ganze nicht so lange. Oh, der Zwei-Mann-Slow-Killer geht rein, der Q, der sitzt nicht. Aber das Problem ist, Juan kann einfach Auto-Tacken und das ist hier genau das größte Problem überhaupt. Zwei Auto-Tacks, zwei Crits, mehr als 1000 Damage und Ava stirbt einfach, benutzt immer noch nicht sein Heal. Ich glaube, er ist mental, ich kann es euch nicht sagen. Die Mitte laufen sie jetzt aber zusammen runter und das Wichtige ist, Safa ist wieder auf der Top-Lane und gibt einen Fick auf das ganze Game.
Was ein Alpha. Ey, Leute, dein Haus ist ja voll groß. Okay. Aber da hat er jetzt sein... Leute, der läuft legit die Top-Lane runter. Das kann doch nicht Dummheit sein, der läuft runter. Ich brauch was zu trinken. Boah, Leute. Ich kann von sowas nicht noch nicht eine große Aufnahmesession machen. Dafür brauche ich mehr Pausen zwischendurch. Oh, fuck. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Matt sich ein On-Hit-Bild... Hat er jetzt nicht gemacht, oder? Hat er jetzt nicht gemacht. Er hat Juan den Blue Buff weggenommen. Ich kann mir jetzt echt gut vorstellen, dass Juan die Mitte runterlaufen wird. Er hat Safan bereits im Team, der einen sehr schlechten Einfluss für ihn ist. Ich habe damals den Vlog gesehen von Sacha und da haben wir auf jeden Fall im Hintergrund gesehen, dass Safan versucht, Juan in böse Sachen mit reinzuziehen. Zum Beispiel, als es darum ging, Türk den Burrito zu klauen aus dem Kühlschrank, hat Safan den Juan angestiftet, das für ihn zu machen. Ja, sein kleiner Komplize ist das. Oh, oben aufpassen. Matt, dein On-Hit-Bild ist nicht ganz so gut. Auto-Tag der überhaupt? Auto-Tag der, macht der überhaupt mal irgendwas? Oh, oh, aufpassen. Righteous Glory wird hier defensiv gezogen für den AOE-Slow. Falls Juan im Midrange flashen sollte, der erste Auto-Tag sitzt. Oh, da läuft man hier schon sehr schnell nach hinten. Wir dürfen ja eine Sache nie vergessen. Sacha, der möchte immer rein. Das ist sein Motto. Wird hier weder von Leona E noch von der Ulti getroffen. Oh, Leona geht hier etwas zu weit rein. Wir dürfen nicht vergessen, Killer ist ja eingesperrt im Cage. Hier kommt aber A, wird er schaffen, sein Damage zu. Oh, die massive Ulti von Ava. Hilft hier einfach zum Sieg. Safan spielt seinen Split-Push Draven unglaublich gut. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist mein WhatsApp-Web, Leute. Wundert euch nicht. Au, au, das 1 gegen 1. Electrical Proc nicht. Oh, die Passive von Kogma wird er schaffen, ihn mitzunehmen. Und der Damage, der reicht aus. Ey, warte, die haben Open in dem. Die haben Open alles. Und Safan ist immer noch am Pushen. Oh, deswegen hat Safan wohl das Rage mit dabei. Er möchte die Bonus-Attack-Speed zu seinem Vorteil ausnutzen, um Objekte schneller pushen zu können. Gar nicht mal so blöd, wie ich von ihm gedacht hätte. Der Safan ist halt ein Spieler, der macht halt sehr viele Cheese-Picks, sehr viele Cheese-Item-Builds. Keiner weiß, ob er Mental ist oder ob er einfach nur Delusional ist. Flasht und macht erstmal zwei Auto-Attacks auf den Tower. auf den Innen. Catch das Ganze, die Ulti sitzt. Holt sich den Kill. Wird aber vom Spawn umgebracht. Verliert dafür seine ganze Base. Da sagt er wohl auf jeden Fall Wolf. Ich sehe es schon im All-Chat. Ja. Report my team. I can't reform with this piece of shit. Ghostblade. Viertes Item. Safan sollte ab jetzt eigentlich in der Lage sein, das Game 1v9 zu cap. Wow, ich dachte gerade, 6 holt sich Lichbane. Aber es ist noch schlimmer. Er holt sich Gauntlet. Er holt sich fucking Gauntlet und noch ein Ziel. Was willst du mit Gauntlet und Ziel? Okay. Oh, Leute, ich muss aufpassen auf meine Atmung. Möchte sich Yi jetzt auch... Möchte sich Yi jetzt auch einen Essence Reaver kaufen? Warum holt sich nicht Six einen Essence Reaver? Warte mal, hat sich der Vega jetzt erst sein Lord of Ages geholt? Und warum zum Fick hat Juan Static Shift dabei? What? What is this game? I don't even know. Warte mal. Warte mal. Was möchte sich Matt Rapid Fire holen? Oh, der Flank ist auf jeden Fall da. Safan, das 1 gegen 1 gegen Matt, wird es machen. Auto-Tag, Auto-Tag, noch ein Auto-Tag. Er macht nichts anderes außer ein. Warte mal, wie konnte Matt mit den Items gewinnen? Wie konnte Matt gewinnen? Und hat Safan überhaupt extra... Okay, Leute, insane ist 1 gegen 1. Das gucken wir jetzt nochmal. Okay, pass auf. Wie ist das möglich? Leute, es sind fast 100 Kills gefallen. Oh Gott. Oh Gott.
Ich bin mir ziemlich sicher, ich kann diese Videoreihe irgendwann gar nicht mehr weitermachen. Ich sterbe selber. Ah, das Morprog. Unlucky. Okay. Achten wir mal weiterhin auf die Finesse in den Items, die wir hier finden. Leute, das sind Item-Builds, die ich noch nie gesehen habe. Ich muss zugeben, ich habe den letzten Patch nicht verfolgt. Ich bekomme auch gerade auch durch von der Regie, dass Draven mit Cooldown Reduction sehr gut scaled, weil je mehr Cooldown Reduction er hat, desto mehr Damage macht er auch, weil desto öfters kann er auch seine E, ist es W oder E, den Scheiß mit Movement Speed benutzen, desto schneller kann er die Mitte runterlaufen und einfach Champions angreifen, bevor er stirbt. Juan ist gefangen in der Elo-Hell, meine Freunde. Juan ist gefangen in der Elo-Hell. Das habe ich seit Jahren in meiner Karriere als professioneller Bronzen-Brennpunkt-Caster nicht miterlebt, dieser One-Shot von Sache. Unglaublich gut. Oh, der Chase hier, der geht los. Alvin, der Stun, der sitzt leider nicht. Wir dürfen nicht vergessen, MF ist hier sehr schnell unterwegs, hat noch ihren Flash, hat auch noch ihren Heal. Könnt ihr ihre E benutzen, um Quinn aus ihrer Form rauszubekommen? Nein, ist zu blöd dafür. Quinn E-Connected, All-Time mit dem Crit, 1100 Damage weg. Und das Scaling? Oh, was ist das? Safan geht mit dem Team zusammen los? Oh, Safan hat die Mitte runter geghostet. Der Catch hier von Sacha, er ist einfach der pure Engage für sein Team. Pickt seine Quinn, springt einfach kurz an den 3-4 Gegner rein. Alles andere ist ihm egal. Oh, aber die müssen aufpassen. Ihre obere Linie wird hier sehr hart eingepusht. Morgana geht zurück in die Base, was eigentlich gar nicht notwendig ist, weil Sacha bereits auf dem Weg ist. Sacha könnte nochmal zurück zum Team hingehen, möchte es aber nicht machen. Ich glaube, er kann Safan nicht ab. Das kann hier die einzige logische Schlussfolgerung sein. Und hätte Matt jetzt etwas mehr AP gehabt, hätte er sich jetzt hier seine ersten Kills lange wieder abholen können. Oh, der Q sitzt, der Meteor sitzt auch. Aber der Slow von Mighty carried das Ganze noch. Das war einer der schönsten Flash-Ults auf Leona, die ich je... Warum holt sich Six Hurricane? Ich meine, Rapid Fire hätte etwas Sinn gemacht. Hurricane? Like, really? Hurricane? Und tritt es AFK? Tritt es AFK und A performt. Leute, er hat sich echt Essence Reaver geholt. A hat sich echt Essence Reaver geholt. Läuft rein. 3 Auto-Tags. Instant tot. Instant tot. Wahrscheinlich war er aber nur der Bait fürs Team, damit sie den Elder Dragon machen können. Dürfen nicht vergessen, Leute, Elder Dragon ist wirklich sehr mächtig. Safan in der Zwischenzeit abends mit Pushen auf der oberen Linie. Ich glaube, er denkt, er hat Teleport dabei oder ihm fehlen einfach nur Gehirnzellen. Was? Juan darf ja einfach angreifen, ohne dass irgendjemand dagegen irgendetwas tut. Sein Damage ist einfach nur insane und er carried hier das Team fast. Wird er schaffen? Seine Passive? Leider nicht genug Schaden. Der Flash nochmal von Killer. Er ist zwar sehr low, aber ich glaube, das Morgana Bane kann ihn nicht ganz umbringen. Sacha geht rein. Oh, er muss aufpassen. Das Binding sitzt. Oh, ein Auto-Tag noch. Nein. Diese Sache hier ist over. Keine Chance. Alvin versteckt keinen Spaß. Ihr dürft nicht vergessen, Alvin war schon dreimal im Knast für Misshandlung. Und das Ganze ist nicht so einfach, wie es aussieht. Er hat damals eine Gummibärenfamilie misshandelt. Es leben nur noch 2 Gummibären. Und er hat einen umgebracht, damit der andere auf ewig alleine ist. Zuerst hat er ihm die Arme abgebissen, dann die Beine. Und dann musste seine Gummibärenfrau ihm zusehen, wie er den Kopf des Mannes frisst. Was ein widerlicher Mensch Alvin nicht ist. Leute, wir haben die 100 Killmarke erreicht. Nur mal so. Und Kongma hat fucking 30 Kills. Mit dem schlechtesten. Hatte er schon immer Essence Reaver? Oder hat er gerade seine Boots verkauft? Hat er seine Boots verkauft? Warte mal. Hatte Six schon immer Morello? Und was holt sich Draven? Hä? Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Warte mal. Hatte Sacha auch schon immer Essence Reaver? Ist das... Habe ich hier legit ein Game mit 5 Essence Reavers? 1, 2, 3, 5 Essence Reavers. Und Morgana immer noch kein Sightstone. Leute, der Junge braucht keine Vision. Der ist 4,640. Ja, Juan und Tritt sind einfach das Team. Das ist GG. Guck mal, die Leute laufen jetzt die Mitte runter.
Sie haben auf jeden Fall schon mal sehr gut ausgeld, ne? Sogar das Rod of Ages hat härter gescaled als Matt. Oh, die Q, die Ulti, sitzt der Kill auf Matt, ist auf jeden Fall da. Ich glaube, dass gerade Matt aus diesem Spiel eine Menge gelernt hat. Na, Matt, der ist einfach so. Ne? Wenn das Leben Pralinen gibt, dann machst du Apfelsaft raus. Holy shit, oder der Damage war sick. Der war echt nicht bad. Ich glaube, das fangen aber auch zwei Christi aneinander. Killer versucht jetzt nochmal mit allen möglichen Mitteln die mittlere Linie zu defenden, wird es aber wahrscheinlich nicht schaffen. Der Wave Clear von Safan viel zu stark. Rapid Fire Cannon von der MF hat auf jeden Fall keinen Wave Clear, um da irgendwie gegenzuhalten, gerade auch weil sie tot ist. Hätte sie ein Stage Shift, würde das Ganze mal etwas anders aussehen. Die Mitte hier wird einfach weitergepusht. Oh, das hier könnte der letzte Push sein. Die dürfen das nicht vergessen. Leona geht rein, das Black Shield leider auf dem Falschen. Der A geht rein, zerschlitzt hier einfach alles. Aber Alvin, sein Rod of Ages hat hier komplett gescaled. Das Binding sitzt wieder. Tritt macht hier einen unglaublich guten Job als Supporter. Es würde mich nicht wundern, wenn er beim World's Power Ranking für Bronze 5 ganz in den Top 3 drin sein würde. Was hat sich Draven gerade geholt? Hat er sich gerade Borg geholt? Er hat sich Borg geholt. Warum tut er das? Warum holt sich Alvin kein... Sag mal, und warum kommentiere ich die Scheiße schon fast eine Stunde? Das ist nicht bad, Leute. Das ist echt nicht bad. Okay. Das hier erinnert mich an das Game Fnatic. Was, Fnatic? Fnatic gegen Origin. Die Base muss unter allen Mitteln defended werden. Da gibt es keine Chance, irgendetwas dagegen zu machen. Es erinnert mich auch an dieses eine Game von Fnatic in Season 2, war das, glaube ich, wo sie einen Ortag davon waren, das Game zu gewinnen. Spoiler für ein Game in der Vergangenheit, by the way. 12, by the way. Hat er sich... Sag mal, wer spielt schon MF ohne Infinity Edge? Ich meine, entweder geht man Lethality oder Crit und nicht, ich gehe Crit, Attack Speed und Guardian Angel. Okay. Jetzt bleibt die Frage, ist Safan vielleicht doch, ist der hier gerade einfach stehen geblieben und hat sich Fist... Leute, Safan ist so ein Alpha. Safan ist so ein Alpha-Tier. Feedet das ganze Game, um am Ende einfach nur seine wahre Macht rauszulassen. Mighty geht hier am Ende rein. Das Black Shield war aber auf jeden Fall rechtzeitig am Start. Killer wird erst aussterben. Er hätte die große Chance für sein Team sein können. Aber nein, er hält diesem Druck einfach nicht stand. Und ja, Leute, das hier war es mit einer weiteren Folge Bronze im Brennpunkt. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Schreibt es einfach in die Kommentare rein. Und Leute, ich bin dann auch erstmal weg. Tschö, tschö, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.